Hallo, hier ist Ben Schubi und willkommen zurück zu einem neuen Part von Doom 4. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben, direkt vor dieser Runenprüfung. Ich gebe zu, ich habe diese Runenprüfung natürlich noch nicht gemacht, weil ich meine Parts nacheinander immer abfilme. Und ja, wir versuchen uns jetzt gleich bei der Runenprüfung, lesen kurz durch. Sammle alle 15 Höllenrelikte und erreiche das Ziel, bevor die Zeit abgelaufen ist. Okay, Bonus, also okay. Waffe Superschrotflinte. Okay, geil. Wir versuchen das mal auf den ersten Try und hoffen mal, dass es nicht so viele Fails gibt. Okay, springen. Ah, ich bin ein Springgott. Oh, scheiße. Nein, nein. Ein Springgott! Ein Springgott! Oh, das war eher Martin Schmidt für Arme. Ganz ehrlich. Der war mies. Okay, ein Fail ist immer erlaubt. Aber jetzt wissen wir, wie die Sache funzt. Also, da machen wir hier den Sven Hannawald. Und räumen alles ab beim zweiten Versuch. So, wow, das war schon episch. Zack. Zack. Oha. Zack. Ich glaube, ich sollte darüber. Zack. Höp. Nein! Okay, erst rechts, dann links. Erst rechts, dann links. Erst rechts, dann links. Erst rechts, dann links. Okay, das war wieder mal Martin Schmidt für Arme. Jetzt machen wir hier den Janne Ahorn und dann klappt es. Also Janne, enttäusch mich nicht, sondern sammle alle ein. Fast hätte ich mich wieder hier versprungen. So. Erst rechts, dann links war es doch, oder? Nein, ich habe einen verpasst. Vielleicht reicht es mir trotzdem. Wenn uns jetzt der eine fällt, dann raste ich doch aus. What? Zwei? Wo war der zweite? Ach nein! Oh, Janne Ahorn, was machst du? Nein. Okay, da Janne Ahorn uns enttäuscht hat, machen wir jetzt den Adam Malisch für Profis. Tja, Adam Malisch, zeig, was du kannst. Ja, Adam Malisch ist routiniert, das sieht man doch schon. Dieses Mal wird das kein Fail. Jungs, ich hab's im Urin. Wir schaffen das dieses Mal. Gotta catch 'em all. So. Einmal. Konzentrier dich, Ben Schubi. Nein! Nein! Oh, Adam Malisch, was machst du? Okay. Adam Malisch ist auch ein Noob. Sind wir mal ehrlich, wir machen den Rohrjuckelsoi, einen Finnen im Skisprung. Ein sehr begabter und der schafft das natürlich. Wie konnte ich den nur auslassen? Natürlich schafft es der Roa Jökelsoi. Roa, enttäusch mich diesmal nicht. Scheiß doch die Wand an. Mir gehen so langsam die Skisprungstars aus, aber einen habe ich noch. Wie heißt der Japaner? Kiriyoshi Hamada. So heißt bestimmt ein Skispringer. Und der schafft das. Den gibt es gar nicht. Egal. Wir konzentrieren uns. Sehr guter Jump. Doppelsprung. Einfachsprung. Doch, der Japaner bringt uns Glück und das fast beim ersten Versuch. Wir haben alle Skispringer durch, aber hey, Jungs, das war ja mehr wie grandiose, meine Leistung. Tja, so spielt ein Pro-Player. Da kann man gar nichts sagen. Jungs, ich bin für diesen Part eigentlich schon bedient. Wir können sofort die Session schließen. Mann, war das episch, Mann, war das geil.
Aber ganz ehrlich, nach diesem Versuch wäre mir kein weiterer Skispringer eingefallen. Von daher mussten wir es schaffen. Puh, was für Skill ich habe. Unglaublich, unglaublich. Oh, meine Stimme. Ich brauche ein Wasser. Wasser, Wasser, kein Wasser. Wir haben kein Wasser, okay. Und das bei 32 Grad. Puh, der Süden, der brennt. Nice, nice. Bewegung im Flug. Jawollo. Haben wir wohl. Dann schreiten wir doch gleich bei der Mission voran nach diesem epischen Gefecht. Oh, Kampfmusik ertönt. Ich hänge fest. Oh, mit einem gekonnten Rückwärtssprung löse ich die Situation. Fettes Viech im Anflug. Komm her, komm her. Dich wollte ich schon ewig mag. Ui. Junge, das lässt du lieber bleiben. Okay, wir konzentrieren uns. Wo sah ich das? Eine fette Viechchen. Haben wir das schon gekillt? Junge, du machst mir hier keine Probleme. Waffenpunkt erhalten. Boah, scheiß die Wand an, hey. Wow. Aber wir haben es gleich beim ersten Mal geschafft. Natürlich dank unseres außerordentlichen Skills. Ich überlege erst hier mal drauf zu jumpen. Können wir da drauf? Okay, jo. Hier ist es beleuchtet. Deshalb erkunden wir das Ganze. Hier geht es weiter nach unten. Ah! Was haben wir denn hier in der Nähe? Waffenclips. Sehr geil, sehr geil. Wo portet der uns hin? Und jump over the rainbow. Okay. Der bringt uns wohin? Was ist da hinten? Sehr schön. Das war der japanische Skispringer, so wie wir ihn kennen. Mit all seinen Fähigkeiten. Huh. Geile Sache. Okay, das ist hier so blau wie ich heute anscheinend. Da müssen wir also hin. Palim, palim. Puh, meine Stimme gibt so langsam den Geist auf. Können wir da drauf? Können wir da runter? Ich versuch's, Leute. Ja, eigentlich wollte ich noch einen Stock tiefer. Wie dem auch sei. Leute. Wir versuchen jetzt darüber zu kommen. Mit einem... genialen Sprung, wie ich finde. So. Schwuppdiwupp, Kartoffelsupp. Eidedei, Kartoffelbrei. Unglaublich, was für eine gekurbelte Kacke ich heute schon von mir gebe. Oh. Du, du, du. Du, 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 du. Okay. Der versteht keinen Spaß und wir auch nicht. Wir zerlegen uns in unsere Einzelteile, denn das macht uns so richtig Spaß heute. Puh. Unglaublicher Part. Aber das wäre ja gelacht, wenn wir das nicht beim zweiten Mal einfach wegschnippen würden. Schnipp und weg. Okay. Wir schauen uns hier die Lage nochmal an. Alles easy going. Wir gehen nach unten. So. Okay, der fällt um. So schön. Ich hab dir schon einmal gesagt, du machst uns hier keine Probleme. Hep. Raketenwerfer, hallo. Bam. 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 Ich will nicht darunter fallen.
Oh, noch mehr Monster! Oh, shit! Okay. Die verstehen gar keinen Spaß mehr. Einer ist down. Ach du Scheiße. Komm, wenn wir schon zu grün sind, der Part hier bei 10 Minuten ist, dann brechen wir hier kurz ab, speichern, ich hole mir ein Wasser und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Wenn euch die verdammte Scheiße gefallen hat, so hinterlasst mir ein Abo, ein Like und wenn ihr noch mehr Skispringer kennt, dann ab in die Kommentare. Ciao, bis bald.